Herzlich willkommen bei Inside Politics. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema und einen sehr interessanten Gast. Darf ich kurz ersuchen, das Thema und sich kurz vorzustellen? Ja, mein Name ist Christoph Kovacic, ich bin der Landesvorsitzende der Jungen Wirtschaft Steiermark. Heute geht es um den Tax Freedom Day. Und da geht es darum, wie lange arbeiten wir für den Staat und wie lange arbeiten wir dann für unser eigenes Geldbörserl. Das heißt, heuer arbeiten wir bis zum 3. August für den Staat und danach die Einnahmen, die gehören dann uns. Heute hatten wir bereits eine sehr interessante Pressekonferenz, auch mit der Zuschaltung einer eigentlich sehr prononzierten Person, der Frau Dr. Barbara Kolm vom Hayek-Institut, die das ja durchaus, glaube ich, einmal plausibel erklärt hat, wie man das berechnet. Jetzt stellt sich natürlich eine Frage. Sie haben gesagt, dass hier an zwei Hebeln zu drehen ist. Das eine ist eigentlich die Effizienz zu steigern. Das heißt, dass die öffentliche Hand mit dem gleichen Budget die gleiche Leistung, also mit einem reduzierten Budget die gleiche Leistung erbringen kann. Und der zweite Ansatz ist, hier noch mehr in Innovation, in Leistungsfähigkeit, in Qualität, Forschung, Entwicklung zu investieren. Genau so ist es, also sehr gut zusammengefasst. Es ist einfach ein wesentlicher Faktor, dass hier die Staatsgewalt zusammenspielt. Das bedeutet, Unternehmen, Mitarbeiter und natürlich auch der Staat können da einen Beitrag leisten, um den Tax Freedom Day nach vorne zu bringen. Mit nach vorne bedeutet es, dass wir einfach zu unserem Ziel kommen. Halbe ist genug. Das heißt, unser Ziel ist es, Mitte des Jahres sollte man dann eigentlich für sich selbst arbeiten. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, wir haben ja heute das Beispiel gehabt, der Arbeitgeber zahlt etwa 52.000 Euro bei diesem einen Beispiel und es bleiben irgendwo um die 20, genau, ein bisschen über 20.000 Euro übrig. Wenn wir jetzt das exemplarische Beispiel nehmen, nehmen wir an, durch verschiedenste Maßnahmen lassen sich jetzt 5.000 Euro freispielen. Wie viel von den 5.000 Euro soll eigentlich jetzt beim Dienstgeber und wie viel von den 5.000 soll beim Dienstnehmer landen? Im Prinzip, wenn man 5.000 Euro freispielt, ist es unser wesentlicher Faktor, dass man sagt, das sollte ja beim Dienstnehmer landen am Ende des Tages, weil im Prinzip das eine ist ja dann der Umsatz für den Unternehmer, das haben wir ja dort noch nicht abgebildet, wenn ich die Frage so richtig verstehe, sondern es geht, wenn Gehaltssteigerungen stattfinden, dann sollten die auch zum Dienstnehmer fließen. Wahrscheinlich gehe ich davon aus, dass es aber zu einer Teilung kommen würde, 2.500 für den Staat und 2.500 für den Arbeitnehmer. Okay. Na, ich wollte nur fragen, weil Sie rütteln ja damit ja auch an gesellschaftspolitischen Credos, nicht? Ich denke jetzt ja zum Beispiel an John Ziegler und auch anderen. Ne? In welcher Form ist auch gedacht, andere Bevölkerungskreise mit diesem Thema zu konfrontieren? Das Thema Steuern trifft uns ja am Ende des Tages alle. Es gibt ja direkte Steuern und indirekte Steuern und alleine die Mehrwertsteuer oder die Umsatzsteuer, die trifft uns ja, sobald wir konsumieren. Und dementsprechend, wenn wir an verschiedenen Stellen schrauben können, dann hat natürlich auch jeder Österreicher und jede Österreicherin einen positiven Effekt davon. Wenn Sie in die Richtung gehen, dass eigentlich beide Seiten, Dienstgeber, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, ein Teil des Kuchens, dann müsste man ja eigentlich in einen konstruktiven Dialog mit den Dienstnehmervertretern eintreten können. Gibt es da irgendwelche Kontakte? Wir haben die junge Sozialpartnerschaft gegründet, die junge Wirtschaft, die junge Industrie und die junge Gewerkschaft zum Beispiel. Und noch andere Partner sind da dabei und wir in Jungen tauschen uns schon aktiv aus. Und wir würden uns das wünschen, wenn es auch bei den Älteren öfter passiert. Also wir setzen uns zumindest quartalsweise zusammen und überlegen, wie können wir zusammenarbeiten und nicht gegeneinander. Sehr spannend. Da entwickeln sich ja neue Achsen. So ist es. So, dann sage ich recht herzlich danke. Gerne. Und nochmals Inside Politics, mehr als Tagespolitik. Einen schönen Tag noch. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.